Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktionsvorsitzende Herr Priggen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Christian Lindner, Sie müssen sich keine Sorgen machen, wie ich meine Reden vorbereite. Ich beschäftige mich da schon etwas länger vor mit. Ich habe nur die Angewohnheit, ich höre Ihnen und den anderen, die vor mir reden, sehr konzentriert zu. Das finde ich auch ein Akt der Höflichkeit. Aber ich sage Ihnen auch, ich habe mir ganze zwei Notizen gemacht zu dem, was Sie gesagt haben. Die will ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Das erste ist mit dem Fragezeichen Iflandring. Der Iflandring ist die Auszeichnung für den würdigsten und bedeutendsten Bühnenkünstler im deutschsprachigen Raum. Fragezeichen heißt, ich bin mir nicht sicher, ob Sie ihn verdienen, aber das, was Sie hier permanent machen, hat wenig zu tun mit den Problemen des Landes, sondern ist eine reine Showveranstaltung. Das ist die eine Notiz. Und die zweite Notiz, ich will sie Ihnen auch sagen. Sie haben eben gesagt, die SPD ist die Partei, die alle Lasten auf die Zukunft verschiebt. Das ist genau die billige Nummer, mit der Sie Politik machen. Sie tun so, als ob Sie noch nie in irgendeiner Regierung Verantwortung gehabt hätten, als ob Sie noch nie in irgendeiner Regierung als FDP und auch Sie persönlich Schulden aufgenommen hätten, sondern es sind immer die anderen, die es sind. So bedienen Sie billige Klischees und drücken sich. Das ist aber Ihr Markenzeichen vor der eigenen Verantwortung. Und ich will das sagen, uns ist sehr wohl, den Fraktionen von Sozialdemokraten, den Fraktionen von Grünen, sehr, sehr wohl klar, wie bedrohlich die finanzielle Situation in den Kommunen, im Land ist und auch, dass der Bund nicht rosig dasteht. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Ich werde am Ende dieser Legislatur 17 Jahre Koalitionsausschuss Sozialdemokraten Grüne mitgemacht haben in Nordrhein-Westfalen, 17 Jahre Verantwortung mitgetragen haben und wir haben 17 Jahre lang jedes Jahr neue Schulden aufgenommen. Das wissen wir. Und ich habe auch gesagt, jeder von Ihnen, CDU oder FDP, der jemals hier Verantwortung hatte oder im Bund, könnte nichts anderes sagen, nichts anderes. Und wenn Sie dann sagen, der Bund bereitet vor, übernächstes Jahr, dass keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden nach der Bundestagswahl, dann muss man dazu sagen, das wäre das erste Mal nach 44 Jahren. Insofern besteht für Großkotzigkeit, um es wirklich böse zu sagen, für Übermut null Anlass an der Stelle. Ich habe den Eindruck, wir haben zwei Fraktionen, die sehr hart arbeiten, die sich bemühen, in einer schwierigen Situation den Karren zu ziehen. Ich weiß, was Koalitionsarbeit heißt. Ich weiß, dass beide Fraktionen das tun. Ich kenne das aus vielen Dialogen. Wir sind nicht eine Partei, dann könnten wir fusionieren. Wir sind zwei Parteien, also haben wir auch manchmal Sachen, an denen wir miteinander ringen. Das tragen wir dann vernünftig miteinander aus, das gehört auch dazu. Aber es wird hart gearbeitet. Und mein Eindruck nach den beiden verantwortungslosen Debattenbeiträgen von Herrn Laumann und von Herrn Lindner ist, es gibt zwei Fraktionen, die machen uns hier das Kunststück vor, wie man zwei tote Pferde, zwei tote Gäule von Karren spannt, damit er dann zieht. Ja, ja, die Kritik müssen sich jetzt schon gefallen lassen. Das heißt, ich bin an der Stelle schon, um das auch ganz klar zu sagen, etwas angefressen über die Art, wie Sie mit den realen Problemen, die wir im Haushalt haben, umgehen, wie verantwortungslos Sie das darstellen. Die CDU hat zwei Vorschläge immer rausgestellt und die FDP auch. Das sind die beiden toten Pferde. Das eine sind 249 Millionen Euro Studiengebühren, die Sie wieder einführen wollen, haushaltswirksam noch dieses Jahr. Das geht fachlich nicht, weil Sie hätten ein Gesetz einbringen müssen dazu. Wir hätten dem nicht zugestimmt, um das zu sagen, weil Sie müssten es einbringen, um wirklich deutlich zu machen, dass Sie das wollen. Weil dieses Gesetz gar nicht wirksam werden könnte mehr, wenn Sie es demnächst noch einbrächten. Sie müssten das ja bis zum Sommer absolviert haben. Sie machen das aus reinem Populismus und Sie machen es wissend, dass Sie selber, nachdem Sie in Bayern FDP und CSU an der Stelle, die noch dieses Jahr abschaffen, in allen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft sind. Das heißt, es gibt keine Studiengebühren mehr. Und Sie können, ich könnte Ihnen ja jetzt eine Seite vorlesen mit den Zitaten, auch Herr Laumann, es gibt diesen berühmten Lothar Hegemannschen Taumelkäfer. Ja? Der hat zwei lange Fühler und er geht ja immer so durch den Raum, dann stößt er da an und ändert dann Kurs. Genau das haben Sie persönlich auch bei Studiengebühren gemacht. Ich könnte es Ihnen vorlesen. Jawohl, für Studiengebühren, gegen Studiengebühren, wir führen sie nicht wieder ein. Jetzt erzählen Sie es wieder, dann bringen Sie das Gesetz ein, damit alle im Land auch genau wissen, wohin Sie wollen. Sie machen das auch an anderen Stellen. Ich komme gleich noch darauf.
dann haben beide drin gehabt und die CDU sogar mit einer Einnahmeerwartung für dieses Jahr Einnahmen aus Steuerabführung der Schweiz 569 Millionen Euro. Dieses Jahr, was Unseriöses habe ich noch nie gehört hier in der Haushaltspolitik, um das mal klar zu sagen. Um es ganz klar zu sagen, ich bin überhaupt nicht und wir sind nicht gegen ein Steuerabkommen mit der Schweiz. Aber dann mindestens zu den gleichen Konditionen wie die Amerikaner. Volle Transparenz und nicht dieses Schweizer Modell der illegitimen Bereicherung am deutschen Staat auch noch sanktionieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und das, was Sie machen, ja, gut, Herr Lindner, ich weiß, die FDP hat die Einnahme erst für 2014 eingetragen, weil Sie mit Steuersündern ja notorisch etwas nachsichtig sind. Insofern kommt das bei Ihnen ein Jahr später. Aber trotzdem kann es doch nicht sein, dass das Finanzierungsvorschläge bei der CDU für den Haushalt dieses Jahres sind. Was soll man denn damit machen? Und Herr Laumann, der nächste Taumelkäfer. Sie sind heroisch gegen das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr. So, aber Sie fordern als CDU gleichzeitig ein beitragsfreies, kostenloses Vorschuljahr. Drittes Kindergartenjahr, Vorschuljahr. Also das ist das Gleiche in der Sache. Es sind die gleichen Kinder und das kriegen Sie nicht für 150 Millionen Euro. Und insofern, was soll das? Was soll das? Lassen Sie mich mal einen kleinen Exkurs zwischendurch. Das Bemerkenswerte an den beiden Reden von Herrn Laumann und Herrn Lindner war doch eigentlich das, was Sie nicht gesagt haben. Man möge sich mal vorstellen, Ute Schäfer, ich jetzt im Moment leider gerade nicht sehe, aber sie weiß ungefähr oder ahnt, was ich sagen will. Ute Schäfer hätte gestern nach den Meldungen aus allen nordrhein-westfälischen Kommunen bilanzieren müssen, wir haben leider nur 120.000 Kindergartenplätze, U3-Plätze. Sie hätte das wieder. Was meinen Sie, was wir hier für Reden erlebt hätten? Und jetzt, die waren mit Sicherheit schon geschrieben, und jetzt ist die Situation folgende in dem Bereich. Es hat eine Ausbauleistung gegeben 2011, 12.237 Plätze, 2012 16.178 und durch die unglaublichen Anstrengungen zum 1.8.2013 27.804 U3-Plätze nochmal dazu, gemeldet von den einzelnen Kommunen. Und deswegen auf einmal schweigen. Kein Dankeschön, keine Anerkennung, würde auch schwerfallen, aber schweigen, weil 144.883 U3-Plätze erreicht sind. Und das ist ein Drittel der Plätze. Und wir wissen, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist. Man erlebt das ja selber, wenn man in den Altersstufen ist, wo man absehbar irgendwann Großvater werden könnte, sich darauf freuen kann, erlebt man seine Patenkinder, die jetzt junge Eltern geworden sind, wo die Frauen und auch die Männer wieder arbeiten wollen, also der Bedarf da ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir gesucht haben für unsere Kinder nach Kindergartenplätze und die Betteltour gemacht haben, wo wir sie denn unterkriechten bei uns. Da gibt es den Rechtsanspruch seit langem. Jetzt gibt es ihn für die U3. Und wenn wir wollen, dass junge Frauen wieder in den Beruf gehen, weil sie meistens betroffen sind, dass junge Männer, die sich der Kindererziehung zeitweise widmen, auch wieder in den Beruf gehen können, dann müssen wir diesen Prozess weitermachen. Da gibt es keine Alternative. Da müssen Sie uns nicht kritisieren, dass wir da Geld reinstecken. Und ich sage das ganz ehrlich, Ute, ich habe manchmal auch gedacht, wenn wir ringen darum, müssen wir mehr Geld wo reintun. Muss es noch so viel mehr sein? Und ich sage jetzt, Respekt für die Arbeit, die ihr geleistet habt in der Taskforce, Respekt auch für die Fachpolitikerinnen, die das unterstützt haben. Es ist ein richtiger Weg und wir machen ihn konsequent weiter. Und wenn die beiden Fraktionen, die sonst immer kritisieren, schweigen, an der Stelle ein klares Dankeschön an dich, an die Kollegen im Haus, die Kolleginnen natürlich auch, die da nachgehakt haben, damit dieser Prozess soweit gemacht worden ist. Dann will ich auf den Vorschlag der CDU eingehen, alle Programme des Landes und die freiwilligen gesetzlichen Leistungen pauschal um 4% zu kürzen, 5-mal hintereinander, 20% einsparen, 580 Millionen Euro Einsparvolumen. Das ist ja eine Überlegung, der man punktuell näher treten könnte, aber die Pauschalität, in der Sie das machen, während Sie uns gleichzeitig angreifen, dass wir bei 150 Millionen völlig unangemessene Kürzungen im Kulturbereich oder sonst wo machen, die ist doch unehrlich an der Stelle. Dann müssen Sie Ross und Reiter nennen. Dann müssen Sie sagen, wo genau gekürzt werden soll. So geht es nicht. Und sich pauschal über eine halbe Milliarde damit gutrechnen, ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht seriös. Und der nächste Vorschlag, Schulverwaltungsassistenten. Oder vielleicht einmal eine Nummer zurück. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie so viele Änderungsanträge eingebracht haben. Und ich sage auch, es ist nicht alles falsch. Es sind eine Reihe von Punkten dabei, die man sich sehr sorgfältig angucken muss, die man prüfen kann.
Aber es sind auch eine Reihe von Sachen dabei, die vorne und hinten nicht zusammenstehen, wenn man ein bisschen korrekt nachrechnet. Schulverwaltungsassistenten, ein vom Prinzip her ja nicht falscher Gedanke zu überlegen, dass ich Lehrer, Lehrerinnen, die 50.000 Euro im Jahr kosten, ersetze durch Schulverwaltungsassistenten, die 30.000 kosten. Genau das haben Sylvia Löhrmann, Sigrid Bär und ich uns ja in Finnland angeguckt, wo diese Leute eingesetzt wurden und sehr, sehr gut im Kollegium arbeiteten. Aber wenn man das möchte, was Herr Laumann aufgeschrieben hat, 300 Millionen Euro einsparen bis 2017, dann muss man 15.000 Lehrer ersetzen durch 15.000 Schulverwaltungsassistenten. Jedes Jahr 3.000 Stück. Und da sage ich Ihnen, Herr Laumann, da sind wir vertragstreuer als Sie. Wir haben mit Ihnen zusammen ein Gesetz gemacht und Regelungen vereinbart, wie wir mit den Schulen in den nächsten Jahren umgehen. Wie wir umgehen mit dem Personalschlüssel in den neuen Sekundarschulen, mit den Klassengrößen. Dazu brauchen wir das, was an demografischen Gewinnen da ist, einige Jahre lang. Dann können wir nicht in einem solchen Ausmaß umschulen. Das spricht nicht gegen den Grundversuch, aber das spricht auf jeden Fall gegen die unseriöse Darstellung von 300 Millionen Euro Einsparung. Und dann will ich noch einen Satz vielleicht zu den Apothekern und zu den PTA. Da ist ja hier eben auch wieder so getan worden, als ob dadurch die Welt untergeht. Es kostet jede Apotheke im Jahr 290 Euro, um die Ausbildung zu finanzieren. 290 pro Apotheke im Jahr. Das ist ein Betrag, den eine Apotheke aufbringen kann. Und die Grundunterschiedmelodie zwischen Ihnen und uns, auch bei den Studiengebühren, um das ganz klar zu sagen, ist die: Wir sind dafür, dass jemand studiert, eine gute Ausbildung hat, auch gutes Geld verdient und dann ordentliche Steuern zahlt. So soll der Weg sein. Und dann zahlt der Apotheker auch einen höheren Steuersatz und nicht diejenigen unten mit Studiengebühren und anderen Sachen an der Stelle zusätzlich belasten. So, ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Fraktionen, die an der Stelle das tote Pferd vorne vor den Karren spannen und zwei Fraktionen, die sehr sorgfältig und sehr engagiert mit viel Arbeit sich bemühen, diese Haushalte auch in der schwierigen Situation hinzubekommen. Und weil Herr Paul mich anguckt, es gibt eine weitere Fraktion, die 10 Monate hier ist, die eine gewisse Facette an Themen und an Punkten abdeckt, die an bestimmten Stellen Vorschläge macht, über die wir auch diskutieren. Wir werden nachher auch einen zustimmen. Aber ich wollte mich gerne konzentrieren auf die beiden, die auch im Bund Verantwortung haben und die auch hier schon lange Verantwortung hatten und die sich dann immer hier hinstellen und so tun, als ob alles ganz anders wäre, nur weil sie nicht mehr in der Verantwortung sind. Deswegen die beiden im Fokus. Wir haben eine Haushaltssituation, das ist uns doch selber klar, die nicht schön ist, was die Schuldenaufnahme angeht. Ich habe es eben schon geschildert. Aber wir haben, seitdem wir in der Minderheitsregierung jetzt tätig sind und wir verabschieden den vierten Haushalt heute, eine fallende Linie. Wir haben 6,5 Milliarden Neuverschuldung 2010, 4,8 2011, 4,3 2012 und 3,4 Milliarden steht im Ansatz für dieses Jahr. Und das Ergebnis ist jedes Mal noch deutlich besser geworden, weil die Haushaltsführung sparsam war. Und das Ziel ist, auch dieses Jahr noch deutlich besser zu werden. Und wir hatten eine Neuverschuldung in der mittelfristigen Finanzplanung von Finanzminister Linsen, CDU, die lag 2010 bei 6,7, 2011 bei 6,7, 2012 bei 6,6 und 2013 bei 6,5 Milliarden Euro. Nicht bei null, sondern in der Größenordnung. Und ich weiß auch, dass die Steuereinnahmen zum Glück besser geworden sind. Aber wenn man sich dann anguckt, was ist denn das, was wir zusätzlich in den Haushalt reintun, bei rund 2 Milliarden Mehrausgaben? Es ist fast 99% gesetzlich begründet und notwendig. Es sind durchlaufende Bundesmittel. Das erhöht den Etat. Das ist aber auch in Ordnung an der Stelle. Es sind für die Versorgung, für die Beihilfen, für die Pensionen erhebliche Millionen. Und dann haben wir bei den Kommunen allein in diesem Haushalt 413 Millionen Euro zusätzlich. Damit, auch die Anmerkung sei gestattet, bezahlen wir unter anderem die Verfassungsklagen, die Sie verloren haben, weil Sie den Kommunen ihr Geld weggenommen haben. Ja? Also, das Verfassungsgericht ist eine wichtige Einrichtung und es korrigiert uns Politik immer wieder. Aber Sie haben 8 Verfassungsklagen in 5 Jahren verloren. Sie sollten ganz vorsichtig sein, mit dem Finger nur auf andere zu zeigen. Wir müssen die Entscheidung hinnehmen und ich sage Ihnen, wir sind besser geworden. Gegen den 2012er Haushalt haben Sie ja schon mal nicht mehr geklagt. Ich glaube auch nicht, dass Sie es beim 2013er erfolgreich machen können. Insofern muss man die Konsequenzen daraus ziehen. Wir haben also rund 413 Millionen Euro dieses Jahr mehr an die Kommunen, die wir ausschütten. Wir haben im Bereich der Hochschulen, weil wir den doppelten Abiturjahrgang haben, 175 Millionen Euro zusätzlich. Das sind BAföG und 109 Millionen andere gesetzliche Verpflichtungen. Beides Sachen, die wir leisten müssen. 530 Millionen extra für den doppelten Abiturjahrgang.
fairerweise eingestanden, die Hälfte vom Bund, aber auch 265 Millionen, die wir vom Land aufbringen. Auch das sind zusätzliche Mittel, die wir an der Stelle abdecken. Und wir haben 112 Millionen für den Aufwuchs bei den U3-Plätzen. Das habe ich eben schon mal erzählt. Wir haben 150 Millionen Euro Einsparungen. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Beifallsorgane von Seiten der CDU und anderer für jeden einzelnen dieser Einsparvorschläge. Zum Teil ist die Kritik so massiv gekommen, so unangemessen gekommen. Ich will nur eine einzige erwähnen. Kulturstaatsminister Bernd Neumann, CDU, Berlin, hat wegen 2 Millionen Einsparungen bei den Denkmalpflegemitteln gesagt, ich zitiere, die Kürzungen schädigen das Ansehen Deutschlands als Kulturnation. Ja, geht's auch ein ganz bisschen kleiner. 2 Millionen Einsparungen schädigen das Ansehen Deutschlands als Kulturnation. Also wenn in der Art auf jede Einsparung reagiert wird, darf man sich nicht wundern, dass wir keine Chance haben. Und dann? Herr Kollege Laumann, will ich doch noch mal zu dem Taumelkäfer kommen. Sie haben Zitate, ich lese Ihnen eins vor, bei Herrn Goebbels, also seriöse Quelle. Zitat, man kann den Haushalt nicht sanieren, wenn man das Problem nicht löst, dass 40% des Haushalts für Personalkosten aufgewendet werden. Karl-Josef Laumann. Und jetzt dann, die letzten Tage, die CDU ist dafür, dass der Tarifabschluss 1:1 übernommen wird. Dann frage ich mich natürlich, wie die CDU den Personalabbau hinkriegen will. Und dann kommt sie mit dem originellen Vorschlag 1,5% jährlich auf alle Stellen. Ich habe mir eben auch den Antrag angeguckt, der jetzt noch mal gekommen ist von Ihnen. Da steht die Ausnahme dann nicht mehr drin. So raffiniert sind Sie ja. Öffentlich haben Sie gesagt, mit Ausnahme folgender Bereiche. Schulen, 160.000 Stellen. Polizei, 50.000. Die sind ausgenommen. Die sind ja ausgenommen. Sag ich ja nur. Ich sage nur die Zahlen dazu, damit man sich gleich mal ein Bild macht, auf welchen Nukleus Sie eigentlich die Einsparung konzentrieren wollen. Justiz, 30.000. Finanzen, 25.000. Dann verbleiben in allen Ministerien, und die Zahl ist klein, in allen Ministerien zusammen 4.462 Stellen. Es verbleiben in den 5 Bezirksregierungen knappe 7.000 Stellen. Dann gibt es noch Eichämter, Forstverwaltung und anderes. Das heißt, auf diesen Bereich wollen Sie, das sind rund 30.000 Stellen insgesamt über das ganze Land, da wollen Sie mit 1,5% Einsparung dann tatsächlich das Ganze haushaltsmäßig sanieren. Dann reden wir über 450 Stellen pro Jahr, mehr nicht. Und ich sage Ihnen, es ist nicht zu schaffen. Wir können den Haushalt nicht sanieren, indem wir Zehntausende von Leuten entlassen. Und wenn man wie Sie ganze Bereiche ausnimmt, was wir ja auch teilen. Sie haben ja noch vergessen, dass wir 116.000 Personen bezahlen über das Land in den Hochschulen. Und auch da wissen wir, im Zeitalter des doppelten Abiturjahrgangs können wir in den Hochschulen nicht Tausende von Stellen einsparen. Wenn das alles so ist, dann ist das, was Sie gemacht haben, an der Stelle in keinem Fall seriös. So, und jetzt haben wir die Situation, und da machen Sie sich einen schlanken Fuß. Wir haben Tarifabschluss 2,65% 2013, 2,95% 2014. Und das verursacht bei 1:1 Übernahme, Herr Laumann, Kosten für die Angestellten von 355 Millionen, für die Beamten von 640 und für Pensionäre von 320. Heißt in Toto, 1,32 Milliarden Euro müssten wir Ende 2014 aufgebracht haben, um den Tarifabschluss 1:1 zu erwirtschaften. Und ich sage Ihnen, wir können es nicht. Es ist kein böser Wille. Es ist schöner, wenn man jedem, der arbeitet, sagen kann, du kriegst auch eine Erhöhung. Aber wir können es nicht an der Stelle. Wir müssten noch mal 700 Millionen Euro mehr in die Neuverschuldung oder, Herr Laumann, 14.000 Stellen streichen. Und das geht nicht. Und Sie liefern keinen Beleg dafür, wie das gehen soll. Deswegen ist die ganze Argumentation, wie Sie das machen, aus meiner Sicht nicht korrekt. So, ich will gerne noch ein, zwei Worte zur FDP sagen. Weil die FDP hat die Anträge, die die CDU hat, was Studiengebühren angeht, was Schweiz angeht, ja genauso drin. Aber es gibt einen Antrag, der wirklich für mich jedenfalls so deutlich macht, den ganzen ökonomischen Voodoo, den die FDP immer wieder veranstaltet, über Begriffe. Und zwar ist das dieser Antrag mit dem Entfesselungsimpuls. Ich habe das früher schon mal gesagt, es gibt Sekten, die haben einen eigenen kodierten Sprachgebrauch und erkennen sich gegenseitig daran, dass sie diese Codes benutzen. Alle anderen verstehen das nicht. Aber für die FDP ist Entfesselungsimpuls was, wo die dann ganz glücklich gucken und strahlen und dann wissen sie, was gemeint ist. Aber ein derartig lächerlicher Antrag,
zu schreiben, 25 Millionen Einnahmen in diesem Jahr. Und dann, ich zitiere, die Landesregierung wird beauftragt, die entsprechenden Schritte zur Entlastung der Wirtschaft einzuleiten. Liebe Leute, nochmal, da ist Voodoo seriöser als diese Anträge von der FDP. Und das bleibt ja nicht bei den 25 Millionen, das ist ja aufwachsen, 70, 85, 100 Millionen. Ich frage mich, warum haben Sie nicht viel früher entfesselt? Warum entfesseln Sie nicht im Bund? Nein, pass auf, und jetzt kommen wir genau an die gleiche böse Stelle, wo eben schon mal Herr Römer das angesprochen hat. Sie, Entfesselungskünstler, sind im Bund gerade dabei, reihenweise Projekte, industrielle Projekte hier im Land kaputt zu machen. Fragen Sie mal, pass auf, ausgerechnet ich, gehen Sie mal ein paar Meter weiter. Gehen Sie ein paar Meter weiter zu den Stadtwerken Düsseldorf und fragen Sie den Vorstand, ob er vor wenigen Tagen ein Projekt im Volumen von 50 Millionen Euro hat kippen müssen, weil Sie die Rahmenbedingungen dafür so gefährden, und zwar in bösartigster Weise in der Energiepolitik in Berlin, dass reihenweise jetzt diese Projekte kaputt gehen. Und Sie machen es mit Absicht. Doch, Sie machen es mit Absicht. Und ich kenne viele von den Projekten. Sie brauchen heutzutage, wenn Sie einen Windpark bauen, 3 bis 4 Jahre, und ein Windpark mit 10 Windrädern liegt heute bei 50 Millionen Investitionsvolumen, und eine Bundesregierung, die ankündigt, dass sie rückwärts die Einspeisekonditionen verschlechtern will, die bricht nicht nur Wort, das ist wirklicher Wortbruch, weil auf diese Zusagen, auf gesetzliche Zusagen, haben Leute vertraut, die das rückwärts kaputt machen will und die nach vorne kein anderes Ziel hat, als genau diese Investitionen zu verunsichern und abzuwürgen. Gleichzeitig aber in der Bundesregierung ist und sagt, wir machen die Energiewende, wir tragen die Klimaschutzziele mit. Das ist nicht entfesseln, das ist auch nicht mal mehr fesseln. Das ist ganz gezielt Bereiche, die hervorragend sich entwickelt haben, kaputt machen. Und das ist Ihre Strategie. Aber Herr Kollege Lindner, was will ich erwarten von einer Partei, die, ich sag mal, in bösartigster Tradition von Verhältnissen, die weit im Osten geherrscht haben, zugeht und Wahrheiten nicht mehr ausdrücken lassen will? Also das Desaster um den Armutsbericht der Bundesregierung. Da stand drin, die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Zitat. Und jetzt steht drin, und es stand auch drin, die Einkommensspreizung hat zugenommen. Veto, Rösler, FDP, und jetzt steht drin, die Ungleichheit der Einkommen nimmt derzeit ab. Genau das Gegenteil. Ja, so, das ist die FDP. So mache ich mir die Wahrheit zurecht und so unterdrücke ich das, was tatsächlich passiert. Und letzte Anmerkung zur FDP, ich verspreche es hier. Der Bundesvorsitzende der FDP, ich habe ja eben den stellvertretenden Bundesvorsitzenden gehört, herzlichen Glückwunsch auch noch zum neuen Arbeitsauftrag. Der Bundesvorsitzende der FDP, Herr Rösler, hat gesagt, man könne die FDP nicht, die NPD, man solle keinen Verbotsantrag zur NPD stellen, weil man könne Dummheit nicht verbieten. Ich lese jetzt einfach mal die ersten Sätze heute aus dem Kölner Stadtanzeiger vor, wo Michael Bertrams, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichts Nordrhein-Westfalen, sich dazu äußert. Dummheit kann man nicht verbieten, sagt der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler und begründet damit die ablehnende Haltung seiner Partei zu einem FDP-NPD-Verbotsantrag. Doch diese Begründung verkennt das Problem. Diese Begründung ist abwegig. Beim NPD-Verbotsantrag geht es nicht um das Verbot von Dummheit, sondern darum, einer Partei das Handwerk zu legen, der neonazistische Programmatik ganz wesentlich von Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit geprägt ist und darauf zielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Landes zu beseitigen. Eine solche Programmatik ist nicht dumm, eine solche Programmatik ist menschenverachtend, demokratiefeindlich und verfassungswidrig. Zitat Herr Bertrams Ende. Und Sie können streiten über die Aussicht eines Verbotsantrages. Das ist in Ordnung, da können Sie drüber streiten. Aber die Qualifizierung der NPD als dumm missachtet wirklich in ganz grober Weise das, was angerichtet worden ist. Wir haben in NRW jemanden, der durch die NSU umgebracht worden ist, und das kommt aus diesem Sumpf, und das wollen Sie nicht wahrhaben. Deswegen hat sich Ihr Bundesvorsitzender da disqualifiziert. Und Sie hätten das ja eben klarstellen können als stellvertretender Bundesvorsitzender. Dann hätten Sie dazu ja ein klärendes Wort sagen können. Und ich kann Ihnen nicht ersparen, den beiden Fraktionen, die die Bundesregierung stellen.
Wir können uns hier anstrengen in den nächsten Jahren. Und das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Haushalt, wird nicht das Ende sein, sondern wir werden in der weiteren Arbeit da noch mehr tun müssen, auch was Einsparungen angeht. Und das wird nicht einfach sein, das ist uns klar. Aber eins ist doch klar, die strukturelle Benachteiligung des Landes Nordrhein-Westfalens, vor allen Dingen im Verkehrsbereich, die ja mittlerweile auch durch die Industrie- und Handelskammern, durch die Wirtschaftsverbände anerkannt ist, auch die sagen, 500 Millionen Euro pro Jahr ist NRW unterfinanziert. Und wir werden kämpfen müssen, die hervorragende Infrastruktur, die wir haben, zu erhalten, minimal noch auszubauen, weil dafür kaum Geld da sein wird, aber Hauptsache zu erhalten. Und da ist die Erkenntnis auch bei der Industrie da, dass der Bund an dieser Stelle nicht ausreichend entsprechend der Notwendigkeiten und dem Königsteiner Schlüssel dieses große Transitland unterstützt. So, da hätten Sie Unterstützung leisten sollen, das machen Sie nicht. Und ich will eins auch noch ganz klar sagen, es wird notwendig sein, im Bund den Soli Ost zu überführen in eine Regelung, die nicht mehr nach Himmelsrichtung geht, sondern tatsächlich nach dem, was notwendig ist. Und wenn ich bei Ihnen heute in der Pressemitteilung, in der Agenturmeldung bei Herrn Lindner lese, die Kritik daran, dass in NRW überproportional vor allen Dingen Schulden in den Kommunen sind, dann hat das zu tun mit langanhaltenden Strukturproblemen in Nordrhein-Westfalen. Bei uns sind vor allen Dingen im Ruhrgebiet, im Bergischen Dreieck, an die 1,5 bis 2 Millionen Arbeitsplätze in einem ganz langen Strukturwandel verloren gegangen. Und damit haben wir zu kämpfen. Und dafür brauchen wir Unterstützung und nicht noch eine Minderbeteiligung an dem, was der Bund ansonsten für Länder in Süddeutschland macht. Ich will etwas sagen, was vielleicht meine Fraktion erstaunt, weil ich ja lange Jahre Energiepolitik gemacht habe. Für mich ist bei der Bundestagswahl nicht die energiepolitische Frage die ganz entscheidende. Für mich ist diese Bundestagswahl, und sie wird für uns auch wichtig sein, eine ganz entscheidende Auseinandersetzung um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich sage ehrlich, es ist in der Bundesregierung Schröder-Fischer, sind Hartz IV und andere Reformen gemacht worden, die Zusammenführung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, und das war richtig. Und es sind Sachen nicht gemacht worden. Man kann solche Reformen machen, man kann von Menschen Opfern verlangen, wenn man gleichzeitig klar macht, dass sie sozial und gerecht ausgewogen sind und dass die, die ein breiteres Kreuz haben, auch mehr tragen. Und das haben wir in der Bundesregierung nicht gemacht. Wir haben den Spitzensteuersatz gesenkt, der bei Kohl noch viel höher war. Und wir müssen an diesen Stellen korrigieren, weil wir sonst das, was an Zukunftsaufgaben vor uns liegt, nicht hinbekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie ablösen in der Bundesregierung und dass tatsächlich in Berlin ein anderer Wind weht, der uns unterstützt bei dem Bemühen, die Schuldengrenze 2020 einzuhalten und die Neuverschuldung, so wie in den letzten 4 Haushalten, jedes Jahr weiter runterzuziehen. Ich kann mich nur bedanken bei beiden Fraktionen für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren bei der Haushaltserstellung. Wir werden genauso weitermachen. Ich will auch Dankeschön in Richtung Regierung sagen und der Kolleginnen und Kollegen, die in den Häusern arbeiten. Es ist eine schöne Aufgabe. Sie ist nicht immer einfach. Sie wird auch nicht immer Lob geben. Aber wir machen sie, während andere sich davor drücken. Herzlichen Dank und Glück auf.